Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum vierten Versuch, dieses Video aufzunehmen. Oh mein Gott, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. DS. Es ist Schlimmes passiert. Ich habe noch nicht mal das erste Level durchgespielt, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich habe das Video jetzt schon 12 Mal neu gestartet oder so. 4 Mal. Wir wollen ja ehrlich bleiben. Das ist egal, ich krieg die Feuerblume da oben. Und dieses Level ist brutal schwer. Ich habe, glaube ich, ja, ich sag mal so bis zur ersten Starcoin, kann ich sagen? Kann ich sagen, ja doch. Weil die erste Starcoin befindet sich gleich hier, genau. Und zwar, wenn diese ganzen Vögel hier mal weg wären. Genau, ihr müsst... Können diese Drecksvögel mal alle weggehen? Hallo! Ey. Jetzt wisst ihr, warum ich das Level 7 mal neu, 4 mal neu aufnehmen musste. Bin einfach an jedem Gegner 4-5 Mal gestorben. Und zwar, wenn ihr hier hochspringt, kommt ihr hier an die Starcoin. Ey, das ist so unfassbar, was hier abgeht, ganz ehrlich. Also es ist der Wahnsinn. Für ein Item. Ja, Halbzeit. Endlich. Oh mein Gott. Was passiert denn hier? Also, das ist der Wahnsinn, was hier abgeht heute. Ist okay? Sind wir uns einig, dass jetzt hier mal gut ist? Er ist zum Heulen. Schieß doch, Mann. Ich hab mich geduckt. Ey, das ist so ein Müll. Das ist so ein Müll, dieses Level. Ey, ich hab gar keinen Bock schon wieder auf sowas. Mann, warum? Wer denkt sich so ein Müll denn auch aus? Echt. Gar kein Stress mehr, das Ganze hier. Außer ich komme hier nicht mehr hoch. Doch, komm ich. So. Oh. Ich glaube, wir haben das Ziel kaputt gemacht. Also ich bin tatsächlich jetzt schon nach, sagen wir mal, lang nehme ich auf 3 Minuten schon so demotiviert, dass ich gar keine Lust mehr habe, weiterzumachen. Und das sind natürlich immer gute Voraussetzungen für ein Let's Play. Aber das sind auch unnötig schwere Level. Ganz kurz, Shift F1 war es. Ja. War ich ja nach jedem Level, weil der Emulator letztens auch abgestürzt ist. Bei einem anderen Spiel. Was ich nicht Let's Playen werde, aber einfach zum Testen habe ich da mal ein bisschen was probiert. Mario Kart DS. Und exakt da war es so, dass der Emulator abgestürzt ist und er nichts gespeichert hat. Deswegen speichere ich jetzt nach jedem Level 15 Mal. Ja, wir brauchen einen Mini-Pilz. Nein, danke. Geh hoch. I guess hier rüber. Mit dem Mini-Pilz dann hier drüben reinrennen. Wenn hier eine Starcoin ist, ihr wisst Bescheid, dann ist mir die relativ egal. Halt da oben. Könnte ja tatsächlich eine Feuerblume drin sein. Ja. Könnte ich, nur ist auch. Also irgendwie, ich weiß auch nicht so ganz, irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. Letzter Zeit. Also was heißt... Hier, ich drück nach unten. Der braucht Ewigkeiten, um das zu machen. Das ist auch weird. Das Steuerkreuz. Kann hier nochmal hoch, oder? Wie gesagt, die Starcoins hole ich alle in einem Extra-Video nach. Was dann auch geschnitten wird. Das heißt, das ist dann so ein Video, was, sagen wir mal, 10 Minuten geht. Wo ich einfach alle fehlenden Starcoins nachhole. War das jetzt ein Secret? Hat sich das überhaupt gelohnt? Ja, komm. Ich will da hoch. War richtig. Schon mal nicht schlecht. Ja,
Cool. Ey, das macht so überhaupt keinen Spaß. Wir haben eine Starcoin. Cool. Wie demotivierend kann ein Spiel sein? Ich will mich gar nicht so sehr aufregen. Ich will nicht direkt hier die komplette Stimmung kaputt machen. Deswegen, Starcoins sind mir komplett egal. Und schließlich kann ich Safe States benutzen. Wir kommen zum ersten Tower schon direkt. Die Welt ist voll kurz. Habt ihr gerade die Weltenkarte gesehen? Ja, kurz heißt... Also so fange ich gar nicht erst an. Wenn er nicht springt, wenn ich springen drücke. Ich drücke springen nicht, wenn er an der letzten Kante ist. Ich drücke springen hier oder so. Und er springt trotzdem nicht. Dann ist auch einfach unfair das Ganze. Heute noch, komm jetzt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie lange das Ganze hier heute gehen wird. Oh mein Gott. Ist auch nicht meine Intention, auf die Zeit zu gucken. Ich werde jedes Video eine Welt liefern. Und wenn es halt mal länger geht, geht es halt mal länger so. Ist ja immer noch eure Entscheidung, ob ihr das anguckt. Aber ihr guckt das tatsächlich sehr häufig an. Und das freut mich auch wie sonst was. Also wenn ich hier die Zahlen sehe. Also wirklich, vielen, vielen Dank. In so kurzer Zeit habe ich so viele Aufrufe noch nie gemacht. Vielen, vielen Dank. Also teilweise das, was ich mit diesem Projekt hier mache, dafür brauchen Videos teilweise bei mir Monate, Quartale, also 3 Monate etc. Okay, der tötet mich, das ist gut. Kann ich aber auch rein? Da ist er. Das ist gut. Und da ist wieder eine Feuerpumpe. Mich jucken hier keine Feuerpumpen. Ich brauche die nicht. Also gar nichts davon brauche ich. Wenn ich hier falsch platziert bin, werde ich einfach zerstochen. Da oben sieht das aus. Ja. Okay, aber da ist wahrscheinlich nichts. Und wenn doch, dann... Hallo? Sorry, dass ich hier falsch hochgehe. Muss ich lang... Och Mann, lauf doch zu, Mario! Muss da rüber. Wie denn? Ich werde da durchgedrückt. Oh. Hä? Kann mir bitte irgendein ein vernünftiger Mensch erklären, was ich hier machen soll? Okay. Dann mache ich das halt klein, so. Vielleicht ist das auch so gedacht, dass man das klein machen soll, aber... Das gibt mir Mario Maker Level Vibes. Also wenn ihr gezwungen werdet, in einem offiziellen Mario-Titel klein zu sein, dann ist aber auch hier höchster Betrug erreicht. Machen wir weiter. Braucht die Starcoins trotzdem, also nicht alle, aber viele, um Secret Ways freizuschalten. Was heißt das auf Deutsch? Versteckte Wege. Mann, ich kling so demotiviert. Ring da hoch. Okay, perfekt. Da sehe ich mich auf jeden Fall direkt. Zack. Und, da oben ist die letzte Starcoin. Ach, und dafür hätte ich diesen Block gebraucht, der gerade rausgeflogen ist. Okay, okay. Also, ihr wisst Bescheid, benutzt den Block. Feuerblume immer noch viel zu stark im Bosskämpfen, meiner Meinung nach. Aber das ist ja völlig okay. So. Ja, da ist schon das Castle. Schau doch, 2 Level, dann haben wir es. Könnte vielleicht doch eine kürzere Folge werden. Ja. Auf jeden Fall saven. Machen wir direkt weiter, hätte ich gesagt, oder? Auf keinen Fall. Nein! Da oben.
Noch weiter als da oben. Komplett bescheuert. Hier einen Mini-Pilz benutzen. Klar, es ist ein Wasserlevel und im Wasserlevel ist es meistens so, dass es gut ist, einen Mini-Pilz haben, weil man übers Wasser laufen kann, aber wer weiß, was uns erwartet. Wenn du sowas erwartest, was bringt uns hier ein Mini-Pilz? Außer, dass wir unnötig Damage nehmen könnten und sterben. Und dass der Mini-Pilz sowieso meiner Meinung nach das unnötigste Item im Game ist. Also wirklich. Okay, es ist so ein Level. Durch ein. Ich hab keine Ahnung, wie er heißt. Es ist mir auch egal, ihr seid nicht wichtig genug. Ihr Loser. Seid unter meinem Niveau. Noch keine Starcoin. Aber hier könnte irgendwo was sein. Auch nicht. Run-up nehme ich doch gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man in irgendeine dieser Stellen rein kann. Wenn das so ist, ist das eine sehr unfaire Starcoin, aber ich werde für das letzte... Ah, yes. Für dieses letzte Video, wo wir nochmal alle Starcoins gucken, werde ich auf jeden Fall im Internet hässliches... Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, hier schneller zu sein. Aber eine Starcoin hätte ich dann aber schon gerne. Hallo? Da unten. Da komme ich nicht mehr hin. Weil dieses Viech einfach mal viel zu schnell ist. Sind Treppen, das sieht nach Ausgang. Nein. Welches Darkcoin war das? Ich werde es irgendwann erfahren, aber... Jetzt. Ich will wenigstens eine mitnehmen. Ah, okay. Aber der trifft uns hier doch gar nicht. Das ist nicht sein Ernst. Das... So, immerhin die Starcoin mitgenommen. Ich glaube aber nicht, dass wir... Also... Ey! Mann! Ich hab keinen Bock mehr! Also, Guys, ich werde dieses Level safe nicht nochmal spielen. Deswegen an der Stelle erstmal einen Save-Point setzen. Kurz nachdem ich Schaden genommen habe, weil Game ist richtig und wichtig. Nein, das Spiel ist spaßig. Und hier sind wir gestorben. Kurz vorm Ziel natürlich, das ist wichtig zu erwähnen. Was bringt mir das jetzt, dass wir hier oben sind? Ja, cool. Gar nichts. Juckt mich nicht, ob ich ganz oben an die Fahne komme oder nicht. Ich habe genug Leben. Aber ich hoffe, ihr könnt mich da draußen irgendwie verstehen, dass das halt überhaupt keinen Spaß macht, wenn man die ganze Zeit so betrügerische Sachen hat. Also wirklich, alles, alles. Okay, Spinnen können jetzt auch noch von der Decke runterfallen. Und an der Stelle bin ich tot. Nein, bin ich nicht. Okay. Ja. Ja. Spinnen feiere ich gar nicht. Ja, ihr könnt auch die Richtung wechseln. Ja, sorry. Vor allem, die sehen so... Ich hab die trotzdem. Weil ich bin eins Profi. Das ist... Jetzt komm. Also bitte. Ich save. Ich bin gerade... nach da oben gegangen, um mir ein Item zu holen. Und da spawnt eine Spinne? Wer scriptet so einen Müll? Wunderbar. Okay, ich mach mir das Spiel jetzt nur noch einfach, wirklich. Der Stress ist vorbei an der Stelle. Cool. Weiß ich nicht, wofür ich den brauche, aber dankeschön. Lass mich da hoch.
Ja, Mini-Pilz, wie cool, wir alle lieben dich. Ich bin tot, ich lebe noch. Wie viele... Das ist Gegner-Gespamme. Nintendo, was ist da los? Wirkst so demotiviert, als ob sich das irgendeiner anguckt. Okay, kommen wir zum finalen Castle. Bringen wir es schnell hinter uns und bin dann weg. Ich. Katze liegt da mal. Ah ja! Und wo muss ich jetzt lang? Oh. Scheinbar oben. Jetzt ist oben auch? Ja, okay. Jetzt driven wir back. Und wir sind tot. Also bin ich. Kann ich dich hier wieder herholen? Oh, wie cool! Das Game hebt sich sozusagen gegenseitig auf. Tot. Will oben lang und unten ist da kein natürlich. Wer hätte es gedacht? Ich auch. Oh, oh, oh. Run up! Da spricht wieder das Game aus mir heraus, weil man kann ja wissen, wo das lang fährt. Wenn man sich richtig informieren will. Also, du bist einfach nur ein schlechter Case dran. Bäh. Genau. Genau! Ah, das macht so Spaß. Das ist aber nicht unfair. An der Stelle. Das ist nicht unfair. Das ist einfach nur schwer. Sagen wir es, wie es... Sagen wir, wie es ist. Es ist höllisch unten. Ja, aber nicht schwer. Wenn man einfach mal warten würde. Warum ist da unten ein Track? Nee, es interessiert mich nicht. Darkcoins interessieren mich nicht beim Playthrough. Wir sind am Ziel und das war ein einfaches Castle. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Knochenbowser? Ich, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr anders... Ich dachte, ich könnte durch. Egal, ich bin durch. Oh, wir haben Bowser Jr. noch nicht besiegt. Ah, okay. Ah, geht es doch weiter? Es gibt doch keine neunte Welt. Schaut mal bitte kurz auf die Map. Ah, ich muss mich hier nur kurz kratzen. Alles gut, Leute. Ja, ich hab Spaß. Ja, safe mal. Machen wir weiter mit dem nächsten Level. Das Spiel macht ja so Spaß. Hab so gar keinen Bock auf irgendwas in diesem Film. Mann. Wenn so ein Goomba mich trifft, dann schreie ich auch. Also dann ist es wirklich tot. Natürlich! Coole Sachen passieren! Ich möchte hier weg, ganz dringend. Feuerblume nehme ich doch mit. Ich feiere das, dass das hier runterfallen kann. Was ich nicht feiere, sind hässliche Koopas. Die mir aber meine Starcoin besorgen, ich liebe euch so sehr. Wo muss ich hier drüben hin? Blind Jumps immer gut in so einem Game. Springende, fliegende Koopas auf Plattformen.
Ich hab Spring gedrückt! Nein! Nee, komm, ganz ehrlich, hab ich nicht verdient, hab ich nicht. Ganz unten, ganz unten. Haben wir geschafft? Die Starcoin hole ich noch. Das Level war jetzt nicht so schwer, dass ich sage, da hole ich jetzt die Starcoin nicht mehr. Das ist bisher das einfachste Level in der Welt gewesen. Was das? Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. Ich hole kurz die Starcoin. Let's go. Zack. Perfekt. Keine Ahnung, warum ich mich an dieses Level nicht erinnern kann. Das ist bisher wirklich das beste Nintendo. Wenn ich jetzt an die Zielfahne gesprungen wäre, ganz und wegen diesem Kaizo-Block, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Aber ich kann mich an dieses Level nicht erinnern, obwohl das richtig schnell ist und mir tatsächlich sogar wirklich Spaß macht. Ist aber auch, glaube ich, das Einzige. So, machen wir direkt weiter. Oh Gott. Nee, nicht sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Abgrundtief. Komm her! Ich komme da nicht hoch. Stupid? Das ist nicht gerade wirklich passiert. Geh doch rein! Tot, ja. Okay. Schade! Nicht tot, nicht tot! Wuhu! Ja, aber der Goomba jetzt hier, der macht. Alles tut weh, alles tut weh. Bitte einfach nach oben. Ich will nix. Ich will nach oben. Geh hoch, Mario. Die Starcoin ist mir so egal. Ich hab die Starcoin. Ah, Mario. Hoch. Ich glaube, wir haben gut Höhe gewonnen, sage ich mal. Das gibt mir so Super Mario, das allererste. Keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber das allererste Mario Brothers. Nicht sterben jetzt. Bitte, Mario. Die Starcoin ist uns völlig egal. Ist sie uns egal? Ich weiß es nicht. Ich hab gesaved. Sag nicht, es geht noch weit. Das war's? Oh, die Starcoin ist es vielleicht doch nicht egal. Ich glaube, die holen wir noch. Dann sehen wir uns doch auch gleich hier wieder an der Stelle, wenn wir die Starcoin holen. Die Level sind einfacher als die davor. Nintendo, ihr seid so broke. Okay, ich hab sie. Und keine Ahnung, wie ich jetzt weiterkomme, noch lebend hoch. Ich bin oben. Okay, wir haben's, Guys. Alle drei Starcoins. Wunderbar. Kommen wir zum nächsten Level 8. 7. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich sag mal so, ich sehe nichts Gutes. Aber ihr wisst Bescheid, ich liebe so Levelkonzepte. Das ist Kai, so wie ich es gerade das Level kaputt gemacht habe. Was ist das denn? Okay, hier ist aber ein Block. Wichtig. Ah, tot. Gar nichts kannst du. Wowie. Hier geht's auch nicht hoch. Perfekt. Also das heißt perfekt. Nicht perfekt. So. Geh mal oben lang, weil oben kann dir am wenigsten passieren. War? Das ist unfassbar unnötig. Soll ich hier wa? Die Röhre macht auch nichts, okay. Fire Bros. Nein! Aber da war eine Mittelflagge. Alles gut, alles gut. Wir beruhigen uns. Ey, dass man diese Dinger nicht instant killen kann, ist so unfassbar traurig. Wie komme ich denn jetzt bitte an diesen Block hier? Hier müsste dann auch ein Block sein, nicht? Der Block hier ist einfach nur für den Scam da, dass du nicht rankommst. Warum zum Teufel ist hier ein Stern? Frage, warum sollte ich ihn nehmen? Aber Frage, warum sollte ich ihn nicht nehmen?
Maybe brauche ich den sogar, um hier hochzukommen. Mein Gott. Da rumdrehen. Bam, okay. Ich tippe das von unten an. Sicher, sicher. Den Boomerango. Nein, ich bin doch gesprochen. Ach, komm. Zweite Starcoin. Ja, hä? Egal. Nein! Nein! Warum tut alles so weh? Okay. Hat doch überhaupt nicht lange gedauert. Oh mein Gott, vergiss es. Traurig? Sagt ihr auch? Ja, ich auch. Gern? Sag ich auch. Da ist das Ziel. Nochmal speichern. Lasst mich kurz einfach ein paar Aufnahmedaten für euch durchgeben. Wir sind jetzt bei 40 Minuten Büroaufnahmen. Ich mag das ja immer, wenn ihr Bescheid wisst, wie lange ich an sowas sitze. Vielleicht wirkt das Ganze noch qualvoller. Dann wisst ihr immer so, ah, okay. Der heult nicht wegen 10 Minuten rum. Der sitzt schon seit 40 Minuten an dem Müll. Und das sieht verdammt nach... Was seid ihr denn für Bob-Bombs? Ja, da habe ich am falschen Dings gesaved. Deutsch kann ich auch schon nicht mehr. Hart zu. Falls ich mich mal... Ja, noch zum zweiten Slot safen. So. Wie ist das? Hab ich. Bin safe. Bob-Bombs gehen instant death. Nur hier. Bin nur auf Durchreise, Kollegen. Okay, aber wenn sie von Lava-Bubbles getroffen werden, sind sie nicht mehr so cool. I see. Egal. Boah. Ey! Der verfolgt mich! Okay, das ist das krasse Gimmick von den Viechern. Ihr verfolgt einen, wenn ihr gefeuert werdet. Ja, okay, da unten, ihr seht schon eine Mini-Röhre. Ja, okay, sorry. Aber weiter. Bevor hier noch mehr schlimme Dinge passieren. Der Bock zu saven wäre echt cool, Nintendo. Oh, hier ist schon das Ziel. Ich wollte nicht saven. Nein, war easy. Aber die Level werden gerade wieder ein bisschen schwerer. Aber sie sind immer noch einfacher als die ersten Level der Welt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wirklich nicht. Hä? Ein Scam. Kommen wir zu Schlangenblöcken. Weiß ich nie, was ich von halten soll, weil die meistens nicht sehr viel Spaß machen. Scheint tatsächlich auch diesmal wieder so sein. Vor allen Dingen sind die ein bisschen schneller. Yeah. Hier ist entspannt. Hier ist gar nichts entspannt. Oh mein Gott, bitte lass mich hier mit hoch. Egal, alles gut. Starcoin nehme ich mit, warum nicht? Darum nicht. Okay. Hätte ich gesafe-statet, aber da war eine Mittelflagge. Ich habe den Safe-State geladen. Ich habe nicht mal gedrückt. Durch was habe ich jetzt den Safe-State geladen? Worn out places, worn out places.
Wir sind on course, guys. Und ich muss mich gerade todes konzentrieren. Das ist so ein unnötiger Weg. Fahr doch straight up einfach nach oben, Mann. Ich brauche hier gar nichts. Ich brauche hier gar nichts. Ah ja, ja, ja. Treppe, Treppe, Treppe. Oh, hör doch auf mit sowas. Sorry, guys, aber ich mach das nicht 500 Mal. Da hätte ich oben lang gemusst, I see. Oder muss ich jetzt da lang? Ich hab die Starcoin. Jetzt? Achso, einfach hier hoch. An der Stelle ist der Schlangenblock weg. Aber wir haben ihn wieder abgepasst. Wait a moment. Safe. Ach Gott, das Game ist broke. Oh, hier gar nichts mehr. Warte auf den Moment, wo das gerade nach oben fährt und nicht einfach nicht mehr hinterherkommt. Das ist nicht dein Ernst, sowas. Nintendo, hört auf. Nintendo, so eine Schmutzfirma. Da ist der Ausgang. Tschüss. Ich save nochmal. Mach's mir bequem. Und wir sind im zweiten Tower. Und ab jetzt wird alles entspannt. Aber nicht, wenn er so... Wirf deine Panzer, Kollege. Okay, Damage reingedrückt. Ich glaube, er wirft schneller. Nein, tut er gar nicht. Down! Es fühlt sich so gut an. Wenn ihr nach 50, nach 52 Minuten einen Boss besiegt. Es fühlt sich so unfassbar gut an. Das sieht mir sehr nach letztes Castle aus. Ich werde wahrscheinlich häufiger Save Staten als im gesamten Spiel vorher, ja? Aber mal gucken, wie das letzte Level so wird. Let go. Ganz, ganz entspannt und strategisch. Und so Treffer lasse ich nicht gelten. Da fange ich gleich wieder von vorne an. Ich überlege, ob ich das ungeschnitten lassen soll. Lassen soll. Aber das lohnt sich halt nicht. Ja. Okay. Sorry, dass ich auf einem festen, soliden Block nicht stehen darf, Nintendo. Bearbeitet mal eure Hitboxen. Ihr hässlichen. Okay, ersten Bereich geschafft. Ich werde alles safe staten. Was ist das? Wir sind noch kein Zentimeter weiter als vorher. Brennst du die ganze Zeit? Ja, cool, dann sag das doch. Ey, ich will hier nicht unnötig irgendwas verschwenden, ihr merkt schon. Ich werde so oft safe staten, wie es nötig sein muss, dass ich mit einer Feuerblume bis zum Boss komme. Ich weiß nicht, was mich mein Boss erwartet. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Deswegen mache ich hier ganz, ganz einfach Safe Game. Ich denke über jeden Sprung viermal nach und wenn es nicht anders geht, dann lade ich jetzt Safe State. Für mich weiter. Hier nicht. Hier könnte doch jetzt mal so ein hässlicher Block drin sein, Mann. Wir bleiben entspannt, Guys. Ah ja, da oben ist ein P drin, ne? Oh mein Gott, wie unnötig. Da. Den. Da könnte eine Feuerblume drin sein. Die nehme ich. Vielen Dank, Nintendo. Da safe state ich auch nochmal. Man kann nicht genug safe staten, Guys.
Oh, der hat dir jetzt sogar die Feuerblume kaputt gemacht. Krass. Gut, dass wir die Feuer eingesammelt haben. Hat sich der Raum hier auch verändert und gedreht? Da ist der Safe State auch wieder drinne, Guys. Lieber einmal zu viel Safe Staten wie zu wenig. Heißt, ich Safe State jetzt nochmal. So. Okay, den habe ich. Ganz entspannt, Leute, ganz entspannt. Ein P. Hier war doch ein P drin, oder? Perfekt. Das war die dümmste Aktion, die mir je passiert ist. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, vielleicht so. Hä? Das hat mir gar nichts gebracht. Oder hat es mir was gebracht? Oh, hier ist eine Tür. Helden? Der Raum hat sich verändert. I see. Nee, hat er sich nicht. Nö, hat er sich nicht. Warum bin ich überhaupt hier reingelaufen? Wo muss ich hin, Mann? Nintendo! Talkt mit mir! Da hoch. Hier rechts. Natürlich. Perfekt. Safe State. Starcoin. Bomb. Bomb. Genau, so richtig schön lecker platziert. Habe ich schon gesagt? Wie soll man denn darüber kommen? Welcher Depp hat sich das denn ausge... Hat den Safe State nochmal neu an der Stelle? Nämlich hier hin. Halt hier. Sorry, Nintendo. Geh jetzt nicht zu Starcoin hoch. Starcoin in dem Level ist mir noch egaler als in jedem anderen Level. Ich will das Level überhaupt schaffen. Mann! Das Spiel ist so undankbar. Dankeschön. Da ist ein Pie. Starcoin ist mir egal, brauche ich nicht. Ich brauche jetzt erstmal einen Safe State. Starcoin ist mir nicht egal. Die Go and get ich! Ey, so unfair alles. Alles an diesem Level ist so unfair. Natürlich! Kein Ding, alles gut. Alles gut. Ey. Sehe ich aus, als hätte ich ein Problem damit? Hier drüben ist noch was. Hier geht's weiter, oder? Ich hab keine Ahnung. Warum sollte ich diesen Darkman... Nee, macht keinen Sinn. Selbst wenn das auf dem Kopf wäre, macht's keinen Sinn. Wir haben bis jetzt alle Starcoins. Oh, oh, lecker, lecker, lecker. Midwave Point, Mittelflagge. Was war das für ein Sound? Was? Ich dachte gerade, wo bin ich wieder respawned? Aber ich habe den falschen Safe Point geladen. So, hier, Mittelflagge. Ich will hier... Ich will nicht rüberkommen, als wäre ich schlecht. Aber wartet. Komm. Hier, letzter Safe Point. Und jetzt mache ich das alles im First Try. Wiederholt sich das Level? Nö. Aber ich darf ja von hier weitermachen.
Ich will unten nicht lang. Unten ist es zu unangenehm, finde ich. Doch, hier verändert sich das Level dann wieder. Bin ich hier oben lang gegangen. Spring doch. Es wiederholt sich auch? Bin ich... Nee, warte, warte. Bin jetzt einmal oben, Mitte, und es hat dann immer so gepiepst. Jetzt gehe ich in der Mitte. Jetzt war auch richtig. Muss hier klein sein. Mann, ich will diese Starcoin. Ey, das ist nicht dein Ernst jetzt, Nintendo. Wenn ich jetzt wegen dieser Starcoin hier sterbe, dann ist wirklich vorbei. Dann brauche ich neue Kopfhörer, neuen PC, alles brauche ich neu. Das ganze Zimmer muss neu gekauft werden. Das hier sieht mir nach Boss aus. Hier save ich nochmal. Das zählt nicht als Safe. Das zählt einfach nur als Bossraum, ja? Weil in jedem Nintendo-Spiel gibt es vor dem Bossraum immer noch eine Mittelflagge. Dumm. Er lebt wieder? Und sie sind jetzt halt zu weit. Und das ist schlimm, weil... Weil ich hier getroffen werde. Und sogar von ihm zurückgebounced werde. Und ich ihm jetzt kein Damage mehr machen kann. Und ich neu lade. Das ist ja anders, stupid! Hä? Ich kann ja nichts mehr machen. Sobald ich die Feuerblume nicht mehr habe, komme ich nicht mehr mit drüber, weil ich zurückgeworfen werde. Welche Form von Scam ist dir am liebsten? Nintendo? Ja. Ein paar Bowie, Bowie. Die verfolgen mich, oder nicht? Oh mein Gott! Er springt! Er ist tot. Oh yeah! Mit allen drei Starcoins aus dem Level rausgesteppt. Kein Problem. Wunderbar, das ist tatsächlich ein sehr langweiliger Bosskampf gewesen. Und da sind wir auch dann bei den Credits und bei meinem Fazit angelangt. Mein Fazit fällt nicht gut aus, tatsächlich. Also bis zu einem gewissen Punkt fällt es gut aus. Sagen wir mal so. Level an sich. Die Gegner. Die Bosse. Außer der letzte. Alle richtig, richtig kreativ gemacht. Sehr viel Liebe und Detail reingesteckt. Wir haben Mutant Tyrannia. Wir haben ein Lieblingslevel. Das in dieser Kanalisation. Also ziemlich, ziemlich... Oh, ich saß ich die ganze Zeit so. Es tut mir leid. Ziemlich, ziemlich viel Gutes tatsächlich. Es gibt sehr viele Kritik. Das Spiel an sich ist großartig. Es ist schwer. Es hat eine Herausforderung. Aber es ist auch an manchen Stellen unfair. Vor allen Dingen die Welten zum Schluss hin nicht nur schwer, sondern auch unfair gestalten. Was ich schade finde. Du brauchst ziemlich häufig den Mini-Pilz für Secrets. Was ich nicht so ganz feiern tue. Aber so grundsätzlich muss ich an der Stelle mal sagen, ist ganz nice. Weiterer Kritikpunkt auf jeden Fall die Starcoins. Diese sind an Orten versteckt. Wir hatten es häufiger. 5 grüne Röhren, eine rote. In welche musst du rein? In die zweite grüne von links. Nintendo, was ist da los mit euch? Also das macht an der Stelle einfach gar keinen Sinn für mich. Dafür habe ich auch kein Verständnis, Nintendo. Wirklich nicht. Das ist zu random und alles. Ich werde zwar die ganzen Starcoins noch nachholen. In einem Video, vielleicht auch in einem Stream. Ich glaube aber eher in einem Video. Ich will das Ganze hier in Videoform haben. Aber für dieses Video nehme ich mir Zeit.
vermutlich auch mehrere Tage, das werde ich nicht zurückdrehen. Deswegen wundert euch nicht, wenn in 2 Tagen jetzt nicht schon direkt das nächste Video am Start ist. Genau. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es gab coole Sachen, es gab schlechte Sachen. Nicht alles ist positiv. Am meisten gefallen tun mir die Bosse. Mutant Tyrannia. Der Riesenwiggler. Der Monty, Schraubenschlüssel Monty, Rocky Monty, wie auch immer die heißen. Im Panzer. Wenn ihr an die heutigen Mario Games denkt, ihr habt die Superlinge. Und bum bum. Das war's. Bowser Jr. gibt es auch nicht wirklich mehr als Bosskampf. Klar, in dem neuesten Teil gibt es ihn als fliegenden Typen, auf den man draufspringen muss mit Boxhandschuhen. Alles an diesem Spiel ist innovativ gewesen, außer die Secrets. Die waren einfach nur unfair. Aber es hat Spaß gemacht. Und deswegen, genau, lasse ich jetzt noch die Credits laufen. Ich kann mich nicht einfach ausblenden, weil sonst fehlt der Screen. Deswegen schauen wir uns doch noch die Credits zusammen an. Überlegen mal und lassen mal so ein bisschen Revue passieren. Das Level war ganz schlimm, weil die Fische haben einen so runter und hoch verfolgt, so ein bisschen. Doch, das Spiel hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann auch bald wieder ein wunderbares Mario-Spiel nahebringen. Nintendo, wie sieht's mal aus mit dem neuen New Super Mario Bros? Hätte ich Bock zu, tatsächlich. Gut. Ich verabschiede mich an der Stelle dann doch von euch. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Mir hat es manchmal mehr, manchmal weniger Spaß gemacht, euch das Ganze zu präsentieren. Und mich würde es mega freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like da lasst. Einfach um mir zu zeigen, dass es euch auch gefallen hat, diese Reise. Das war auch ein cooler Bosskampf, der viel zu schnell vorbei war, meiner Meinung nach. Gut, dann, Guys. Es war mir eine große Ehre, euch nach über 60 Minuten dieses Spiel heute nahebringen zu dürfen. Uiuiui, es hat so Spaß gemacht. Ey, ich werde das auf jeden Fall nochmal privat spielen. Aber nicht mit allen Starcoins. Die Starcoins sind mir zu unfair. Gut, ich blende mich jetzt doch aus, bis das vorbei ist. Bis dann. Wo bin ich eigentlich? Bin ich der Typ hier? Ja, bis dann. Ciao, ciao. Leute,